Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Elder Scrolls Online. Jetzt muss ich gerade überlegen, ist schon lange her. Es ist schon viel zu lange her und der Bruder war faul. Ich muss sagen, da war kurzzeitig mal so bei dem Langzeitprojekt die Luft raus. Das muss ich ehrlich zugeben. Ich habe nebenbei jetzt noch drei Projekte, die nehme ich nebenbei auf. So peu à peu. Und läuft zurzeit auf dem Kanal, das ist Cyberpunk. Da bin ich immer noch nie durch. Habe aber schon, ich glaube, über 70 Folgen aufgenommen jetzt. Ja. Dann habe ich noch zwei andere Projekte. Die werden erstmal noch nicht verraten. Die zurzeit noch aufgenommen werden. Und ja, dann vor kurzem habe ich mich dann durchgerunden, Star Wars aufzunehmen. Und da blieb das hier so ein bisschen auf der Strecke. Ich habe ja schon öfter gesagt, ich werde ja hiermit weitermachen. Ich hätte vielleicht sagen sollen, dass erstmal Pause ist. Ich hoffe, man ist mir darüber nicht böse. Jetzt geht erstmal wieder weiter. Ich werde mal gucken, wie viel ich schaffe. Ich werde mal gucken, dass ich jetzt so ein bisschen Vorlauf wieder rinkriege, dass wieder drei Folgen pro Woche kommen. Und dann muss man mal gucken. Ich habe eh überlegt, so schon die ganze Zeit, so wie geht's weiter mit dem Kanal und wie geht's weiter mit Aufnahmen und hast du nicht gesehen. Star Wars zum Beispiel geht mir zum Beispiel tierisch auf den Sack. Das ist ein sehr perfekter deutscher Satz. Ist so hoch anerkannt. Und ich weiß nicht, die fällt mir irgendwie ja nicht. Hier bei Elder Scrolls habe ich im Moment das Gefühl, das endet nie. Das wird niemals enden. Wir werden niemals an den Endpunkt ankommen. Bruder, wenn du so langsam bist mit aufnehmen, wird da doch nie was. Ja. Ich meine, wir sind ja schon hier in Elsweyr. Elsweyr ist. Es geht zwar hier um Drachen, aber ich finde diese ganze. Weiß ich nicht. Diese Setting an sich, dass wir hier sind, wo wir sind, in Elsweyr. Ich bin kein Freund von Elsweyr, muss ich sagen. Ich bin kein Freund davon. Das ist so Wüstenregionen. Wenn die gerade Tatooine ist, ja, würde ich sagen, Wüstenregionen. Das hatte ich auch schon bei Assassin's Creed Origins gehabt. Da ist der Funke nicht ganz übergesprungen. Man hat nicht diese selbe Sucht bei Origins zum Beispiel wie bei Odyssey oder bei Valhalla später. Das ist hier mit Dings. Wir machen das jetzt zu Ende. Wir machen auch alle Nebenquests. Ich hoffe, die sind noch alle drauf. Ja, sind noch alle drauf. Weil es ist nämlich alles veraltet. Hier kam schon wieder irgendein Update. Gut. Fangen wir mal an. Kamira, meine Jutster. Wir werden mal mit dir reden. Wir haben den Verräter aufgehalten. Aber nicht bevor er die Monde in Bewegung setzte. Bald werden sie sich ausrichten. Wenn die Mondfinsternis beginnt, öffnet sich das Mondtor von Anekina und gewährt Zugang zu Jodes Kern. Und genau das wünschen sich die Drachen. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Etwas, aber nicht viel. Zum Glück haben wir erwartet, dass es eine Verbindung zu dem Mondtor gibt. Und Garrosh Rhee schon mit allen Truppen vorgeschickt, die wir erübrigen konnten. Leider waren das nicht sehr viele. Ich wünschte nur, wir hätten einen Notfallplan. Was ist mit dem Drachenhorn? Das Kampfdrachenhorn ist aufgeladen, aber wir kennen noch immer nicht sein volles Potenzial. Wir dürfen seine Energie nicht vergeuden. Daher sparen wir es uns auf, bis es wirklich gar nicht mehr anders geht. Wir sollten uns nun auf den Weg zum Mondtor machen. Sagt unseren Gefährten, dass es Zeit wird. Ich versammle unsere Verbündeten. Unsere Gefährten haben den Palast verlassen, um Krempen zu durchstreifen und näher zu überdenken, was nun zu tun ist.
sucht nach Abnurtarn, Samarak und Präfekt Kalo. Auch nach Katwell, falls er noch hier ist. Ich hätte gern, dass sie am Montor zu uns stoßen. Doch ich habe Verständnis, wenn sie das nicht wollen. Wo steht das Montor von Anakina? Das uralte Bauwerk erhebt sich weit im Südwesten aus dem Dschungel. Allein der Gedanke, dass ein Ort, der vor allem als Pilgerstätte und historische Kuriosität bekannt ist, der Schauplatz der wichtigsten Schlacht in Elsweyres Geschichte sein könnte. Erzählt mir mehr über das Montor. Die Montore gehören zu den ältesten Ruinen in Elsweyr. Von den wenigen Städten, die wir kennen, sind die in Anakina am besten erhalten. Für die Mondpriester sind sie heilig. Der Rideltar verknüpft es mit den Mondbanden. Für uns andere ist es nur ein Haufen alter Felsen. Was ist euch nun eigentlich im Schattentanztempel widerfahren? Ich kann euch nur sagen, was ich erlebt habe. Ich wurde eins mit dem Tempel, mit all seinen Erinnerungen und all seinen vergangenen Erfahrungen. Ich wurde mit meiner Blutlinie verbunden, mit der ersten Anakina. Ich wurde eingestimmt. Was soll eingestimmt heißen? Ich durchlief den Vorgang der Einstimmung genau wie Anakina und die Mondpriester des Tempels. Genau wie Katwell. Ich weiß, wie man die Monde bewegt, wenn wir eine funktionierende Mondbandeapparatur finden. Könnt ihr jetzt auch Portale wie Catwell öffnen? Einige der Geschichten über Anakina erwähnen, dass sie sich von einem Ort zum anderen teleportieren konnte. Ich sehe etwas über Portale, aber es ergibt nicht viel Sinn. Wenn ich 1000 Jahre zum Üben habe, werde ich vielleicht auch so geschickt wie Katwell sein, ja? Okay, so, finde Guy Leblanc, böser Handel. Nee, das ist aber nicht, das war die jetzt hier, warte mal, Tagebuch. Wo ist mein Tagebuch? Hier ist mein Tagebuch, Quest. Aua. Das ist auch wieder so eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann, warum mir das jetzt hier nicht als erstes... Wo ist denn das jetzt hier? Warte mal, gehen. Wo sind wir jetzt hier? Elsweyr ist ja hier oben irgendwo, oder? Ne, warte mal, Glen Umbar? Hier. Joris Kern. So. Versammelt eure Gefährten. Na gut, gucken wir mal, wo die Bande ist. So. Hier ist jetzt auch keiner irgendwo, oder? Die sind alle draußen. Na, dann muss das wohl so sein, wa? Wieso fährt mein Stuhl hier schon wieder nicht? Ich hole den Stuhl schon wieder nicht. So, wo haben wir denn die Leute? Da unten ist irgendwo einer. Dann nehmen wir erstmal hier gerade runter. Warte mal, ich mach mal ein bisschen die Musik lauter. Ein bisschen wenigstens. Audio. Musik ein, Musiklautstärke. Jürgen, das hört sich doch gut an, oder? Ja, das hört sich gut an. Ich bin damit zufrieden. So, wir müssen hier runter. Ich glaube, das ist auch jetzt die letzte Aufgabe. Ich muss zugeben, ich habe mich da schon ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich jetzt so kurz vor Schluss erstmal eine längere Pause einlege. Aber manchmal braucht man einfach auch mal eine Pause. Manchmal ist das so wirklich so... Ach hier. So, Samarak, du alte Socke. Ruhige Augenblicke zum Meditieren waren spärlich gesät, seit Samarak nach Elsweyr zurückgekehrt ist. Dieser braucht Zeit allein, insbesondere nachdem er Taren mit dem Drachen an den Schattentanzruinen geholfen hat. Doch ihr seht aus, als hättet ihr wichtige Neuigkeiten, Freundin. Zeit allein, ich kann's verstehen. Ich bin ja auch so einer, der seine Zeit allein verbringt.
Hab's aber noch einen Kater hier bei mir zu Hause, aber ich war gestern zum Beispiel nach Jahren, das war es wirklich ungelogen, nach Jahren mal wieder unter das gemeine Fußvolk, also unter größere gemeine Fußvolk. Meine Neffen und mein Bruder sind zurzeit in Deutschland, obwohl sind nur noch heute da, morgen früh geht's nach Hause. In die 2 Wochen rum. Und wir waren gestern in Karls Erlebnisdorf, hier bei uns hier in der Nähe, in Berlin, hier Elztal. Ich muss sagen, ich habe nichts verpasst, gar nichts. Ich fühle mich heute so, ja, den Tag danach, wie ausgelaugt, wie ausgesogen, die Energie komplett weg. Mal abgesehen davon, dass ich mir mein Gesicht, der komplette Gesicht ist rot. Weil gestern war nämlich mal wieder Sonne draußen gewesen. Eigentlich war es mehr Sonne, Schatten, Sonne, Schatten. Und meine Eltern waren auch noch mit bei gewesen. Und wir hatten dann gewartet, denn so, die sind dann alle irgendwo da fahren gegangen. Und Vater und ich, wir hatten uns dann irgendwo ein Schattierplätzchen gesucht, da einfach irgendwelche Stühle von so einem neuen Restaurant da oder was das da war, da erstmal genommen und dann in Schatten gestellt. Und haben uns dann da hingesetzt und gewartet. Ich habe echt gestern Abend, denn ich putze mir die Zähne, ging so ins Spiegel, ich denke, Alter, was ist das? Ich sehe aus wie ein verdammter Indianer, Junge. Wie so ein Rothaut. Hui. Oh Mann, ey. Ah. Schlimme ist, ich war die Woche krankgeschrieben. Und kommt natürlich gut an, wenn du Montag wieder arbeiten gehst und dann vielleicht dann jetzt so die Bräune nachzieht, so richtig braun im Gesicht bist, dann kommt dann wieder, dann, ja, hast du schön die Sonne hier genossen? Naja, dabei weiß jeder auf Arbeit, dass mir eigentlich das Wetter da draußen völlig scheiße, ja, also ich zock bei schlechtem und bei gutem Wetter. Also so ist es nicht. Aber wie gesagt, ich mag das überhaupt nicht da draußen, wa? Unter Menschen so, das hatte den gestern dann noch mit der Püppi drüber gequatscht da. Und die meinte dann auch sein so, ja, sie kann da irgendwo verstehen. Und dann, ich habe auch gesagt, das ist ja sind ja keine Angstzustände. Also ich habe jetzt keine Panikattacken, wenn ich unter Menschen muss. Das habe ich ja nicht. Ich bin einfach nur genervt von dieser. Alleine schon, wenn du diese Gesellschaft siehst, wie. Wo du dir denn denkst, denn die Leute jammern und du siehst alle Schichten vereint in diesem Karls Erlebnisdorf, wo erstens alles megamäßig teuer ist, zweitens hast du diese langen Schlangen. Du stehst, also bei der Achterbahn, da, ne, was heißt Achterbahn? Ist ja nicht mal eine richtige Achterbahn. Also wirklich die Fahrt, die dauert ja nicht mal 30 Sekunden oder die dauert vielleicht 30 Sekunden, keine Ahnung, nicht mal eine Minute, sagen wir mal so. Und mein Bruder und mein großer Neffe haben da 1,5 Stunden, glaube ich, angestanden. Für 30, 40 Sekunden Spaß. Junge, das ist doch abartig und teuer, wieso? Junge, Junge, Junge. Ich hab da Essen geholt, so eine kleine Portion Pommes, ein paar Nuggets und eine Cola. Da war ich fast 11 Euro los. Und ich so aufgeguckt und ich dachte so, was? Was wollen die von mir, Junge? Für 11 Euro, Junge, weißt du, wie viel du da bei McDonald's kriegst? Ich meine, das ist jetzt auch kein vernünftiger Fraß, aber holla. Für 10 Euro, knapp 10 Euro, kriege ich Ente süß-sauer, aber du, da bist du danach, musst du erstmal 2, 3 Stunden ausruhen. Das ist schon heftig. So, Kamira will, dass wir uns am Motor von Anakina versammeln. Samarak vermutete schon, dass es unser nächstes Ziel sein würde. Diesem ist aufgefallen, dass die Monde am Himmel sich verschoben haben und sich in einem ungewöhnlichen Muster bewegen. Das Werk des Verräters, ja? Wenigstens seid ihr und Königin Kamira aus den Ruinen zurückgekehrt. Der Verräter führte die Monde zur Mondfinsternis zusammen, aber wir haben ihn getötet und Kamira ist jetzt auf die Mondbande eingestimmt. Dann haben wir noch eine Chance. Samarak hat seine Ehre Königin Kamira geschworen. Diesen Eid wird er nicht brechen. Dieser hat wieder einen Lebenszweck und wird diese Sache zu Ende bringen, ganz gleich, was es kostet. Samarak wird euch am Mondtor treffen, Freundin. Okay, wir sehen unser Mondtor.
Königin Kamira hat sich auf die Mondbande eingestimmt. Samarak hätte nie gedacht, ein solches Wunder noch zu seinen Lebzeiten sehen zu dürfen. Dieser betet, dass es ausreichen wird, wenn wir uns den Drachen entgegenstellen. Da wir von Drachen sprechen, was ist geschehen, nachdem Kamira und ich den Tempel betreten hatten? Ungefähr das, was man erwarten würde. Taren setzte auffällige Zauber ein, um die Drachen zu verwirren, bis sie schließlich aufgaben und davonflogen. Dann begegneten wir einem euraxischen Trupp, der von einem Nekromanten angeführt wurde. Die hat Samarak alle erledigt. Es war das Mindeste, was dieser tun konnte. Okay, haben wir eigentlich den Sumuk Fom oder wie der hieß? Das war doch auch so ein Lumpi. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Können wir hier eigentlich rüber hier einfach so? Ja. Die Dolen hätten Anfurt nie angreifen sollen. Sie haben bekommen, was sie verdienen. Ich muss sagen, so ein bisschen brennt doch meine Stirn. Von dem Sonnenbrand, aber nur so ein bisschen. So, wen haben wir hier? Nee, ist die falsche. Hä? Ach, hier. Ach, Abnur-Tarn. Den mag ich ja überhaupt nicht, wa? Früher erfrischte mich Wein nach langen Phasen der Anstrengung und des Zauberwirkens. Doch jetzt? Ich kann das Zeug kaum noch schmecken. Was gut ist, denn der kajitische Wein ist klebrig süß, als ob man kandierte, in Mondzucker gekochte Pflaumen trinken müsste. Ich vermute, ihr habt Neuigkeiten? Naja, Kamira will, dass wir uns am Mondtor von Anakina versammeln. Das Mondtor? Ja. Ein edler, aber sinnloser Vorschlag, fürchte ich. Die Kajit sollten ihre Sachen packen und flüchten, solange sie es noch können. Sollen sich die Armeen der Allianz darum kümmern? Sollen sie merken, dass manche Kämpfe wichtiger sind als der um die Entscheidung, wessen Hintern am besten auf den Rubinthron passt? Schlagt ihr etwa vor, dass wir aufgeben, Abnur-Tarn? Nein, nein. Ich gehe nur andere Möglichkeiten durch. Zu viel von dem wir uns stellen müssen, ergab sich durch meine Taten oder die meiner Familie. Drachen, euraxische Soldaten, Nekromanten. Die Verantwortung liegt bei mir und das Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden. Ihr seid also weiterhin dabei? Hättet ihr ansonsten eine Chance? Ohne meine arkanen und strategischen Einblicke ist jeder Versuch eurerseits zum Scheitern verdammt. Das soll nicht auf meinem Gewissen lasten. Jetzt erlaubt mir, dieses schrecklich süße Rauschmittel zu mir zu nehmen. Noch ein letzter Genuss vor dem Ende. Wir treffen uns am Mondtor. Übrigens glaube ich, dass ich nun den Zweck des Drachenhorns verstanden habe. Nach einiger Überlegung sind mir Sinn und Funktion des uralten Instruments klar geworden. Die Drachengarde war schlau. Das gestehe ich gerne ein. Lass mich raten, du bläst hinein und das wart. Ihr wisst, wie man das Drachenhorn einsetzt? Theoretisches Wissen ist nicht das gleiche wie praktische Erfahrung. Aber ich glaube, ich verstehe die Grundlagen, wie man es einsetzt. Die Drachengarde hat ein Horn vorbereitet, das von einem gewaltigen Drachen stammt und mit arkanen Runen verziert wurde, sodass es eine erstaunliche Macht birgt. Das Drachenhorn ist wirklich das Horn eines Drachen? Oh ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich habe historische Verweise darauf gefunden, dass die Drachengarde solche Relikte bestimmten Orden schenkte. Zu ihrem Schutz, wisst ihr? Das, was ihr gefunden habt, befand sich ursprünglich in Krempen, bevor es ins Refugium verlegt wurde. Wie setzen wir es also ein? Wir haben weder die Zeit noch die Ressourcen, um das große Relikt zu bewegen. Aber das kleine Horn, das ihr mitgebracht habt, man nennt es übrigens ein Kampfhorn, wurde entworfen, um in die Schlacht getragen zu werden. Sobald man es aufgeladen hat, schwächt sein Klang Drachen. Kamira hat das Horn im Schattentanztempel aufgeladen. Dann wäre ein Problem gelöst. Der nächste Schritt ist sein schieres Alter. Dieses Kampfhorn ist äußerst zerbrechlich. Ich bin mir nicht sicher, wie oft wir es erklingen lassen können, bevor es zu Staub zerfällt. Aus diesem Grund würde ich vorschlagen, dass wir es uns aufsparen, bis wir es wirklich brauchen.
Hier ist doch noch eine, aber da war der unten. Oh, Catwell. Er wäscht sich hier. Na. Hallo! Seid ihr auch gekommen, um eine Reinigung vor der Schlacht vorzunehmen? Ich finde es umsichtig, mich vor dem Beginn des Gemetzels makellos zu machen. Meiner Erfahrung nach kleben Blut und Gekröse an einem gut gewaschenen Körper anschließend viel besser. Kamira will, dass wir uns am Mondtor von Anakina versammeln. Das Mondtor? Ich hatte gehofft, mich von den Erinnerungen an den Verräter reinzuwaschen. Aber so mancher Gestank lässt sich mit Seife und Wasser nicht entfernen. Es tut mir leid, dass ich die Monde dazu gebracht habe, sich zu bewegen, meine Freundin. Verzeiht, dass ich den Drachen half. Das war der Verräter, Catwell, nicht ihr. Doch bevor ich zu jenem galanten und hageren Seelenberaubten wurde, den ihr heute vor euch seht, war ich der Verräter. Ich habe ursprünglich all die Taten begangen, die uns zu diesem Punkt führten. Ich schäme mich schon sehr. Vermaledeit. Dann helft uns, das wieder in Ordnung zu bringen, Catwell. Helft uns, die Drachen daran zu hindern, Jodes Kern zu erreichen. Ja, natürlich. Das war die ganze Zeit über mein Plan. Die vergangenen Gräueltaten auszugleichen, indem ich dem netten Katzenvolk helfe, die bösen Drachen zu besiegen. Genau wie der Held, der ich war, bevor ich zum Verräter wurde. Also gehen wir's an. Ich mache mich zum Mondtor auf und treffe euch dort. Wir sehen uns am Mondtor. So schön diese Anlage auch sein mag, mir fehlen die brodelnden Plasmatümpel von Kalthafen. Heiß genug, um einem die Haut direkt vom Leib zu schmelzen. Was für eine belebende Empfindung. Wird das Wasser nicht eure Rüstung rosten lassen? Und worauf wollt ihr damit hinaus? Das ist völlig Banane. Gut, so, wer ist der Letzte im Bunde? Der Letzte im Bunde ist da oben, okay. Ich wollte gerade sagen, wer steht denn hier, dass der jetzt hier rot leuchtet, aber das war ja was. Mann, erschreck ihn doch nicht so. Kommst nie rüber hier, das kannst du vergessen. So, Präfekt Carlo. Die ruhigen Momente zwischen den Schlachten. Ich würde gerne mehr Zeit mit Lesen verbringen. Geschichte, Militärstrategie, Kochbücher. Meine geheime Leidenschaft sind aber gute Kriminalgeschichten. Und Ermittlerin Vala ist über alle Maßen spannend. Okay. Kamira will, dass wir uns am Mondtor von Anakina versammeln. Ich warte auf meinen Abmarschbefehl. Ich habe die meisten Cygnus-Freischärler mit Gareshri vorgeschickt. Aber ein kleines Kontingent ist für den Fall hier geblieben, dass unsere erste Einschätzung falsch war. Ich vermute, die Ereignisse in den Ruinen haben unsere Theorie bestätigt. Ja, ich habe den Verräter getötet, aber vorher konnte er die Monde in Bewegung setzen, um das Mondtor zu öffnen. Verstanden. Wir müssen das Mondtor verteidigen und die Drachen davon abhalten, es zu nutzen, sobald es offen ist, um sie daran zu hindern, Jodes Kern zu erreichen. Nun, wenigstens haben wir jetzt einen klaren Auftrag. Ich hoffe nur, dass die Khajiit ihre Abneigung gegenüber der Arbeit mit meinen Truppen überwinden. Gab es viele Widrigkeiten bei der Zusammenführung eurer Streitmacht mit der Khajiit? Königin Euraxias Tyrannei hat die Khajiit misstrauisch gemacht. Das will ich Ihnen nicht vorwerfen. Ich will Ihnen nur zeigen, dass nicht alle kaiserlichen Tyrannen sind. Dass Sie zumindest einigen wenigen von uns trauen können. Das wird schon noch kommen, solange wir uns nicht gegeneinander wenden. Wir sehen uns am Mondtor. Oh, der hat mal nichts zu sagen, der Wahnsinn. So, geht zum Mondtor von Anakina. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, warte mal. Erstmal raus, wo ist denn das Mondtor von Anakina? Da unten. Das heißt, wir können wohin porten? Ich habe hier unten euer Arsch frei. Zu dem da. Das ist auf jeden Fall in der Nähe, denn. Hier müssen wir hin. Okay.
Ja. Hä? So, wie war nochmal das Pferd? Hier so, ne? Ja, okay. Ja, Kajai, erhält meinen Weg durch diesen Wahnsinn. Naja, erhält den Weg durch den Wahnsinn. So, und dann galoppeln wir mal darüber. Und dann gucken wir mal. Die finale Schlacht. Die finale Schlacht. Mal gucken, wie weit das jetzt hier noch geht. Hier. Wie viele Folgen hier rauskommen denn? Wenn man überlegt, wie langsam man früher war, also diese ganze... hat man ja erst nach und nach alle so freigeschalten. Ich bin überrascht, dass wir hier keine Riesenfellbälle durch die Gegend rollen sehen. So, wir haben, wie gesagt, hier haben wir noch einen Haufen Aufgaben hier, die wir später machen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf eine Aufgabe. Das müsste so ja die Aufgabe hier sein. Die Arbeit! Werden wir Landarbeiter auf Mutters Hof gesucht! Ich glaube, das ist die Aufgabe hier. Da treffen wir ja einen alten Bekannten. Wer mein Elsweyer Let's Play gesehen hat, der weiß ja auch um was das geht. Aber hier, wer noch nicht gesehen hat, ich werde mal noch nichts sagen für die, die noch nicht gesehen haben. Aber lasst euch da überraschen. Und ja, ich habe ja die neuen Sachen ja nicht weiter jetzt irgendwie einzeln aufgenommen, weil ich finde... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen Blödsinn, dass man mit den neuen Kapiteln schon anfangen kann. Das weiß ich nicht. Das ist sehr, sehr hinderlich oder beziehungsweise sehr, ja, fühlt sich nie richtig an. Sagen wir es mal so, du hast übelste Probleme mit neuen Charakteren. Ich meine, klar, wenn du es überlegst, so wie wir zum Beispiel mit diesem... war das hier so ja mit der Nekromantin, war das ja gewesen, wir haben ja mit der Nekromantin damals hier gespielt gehabt. Du hast ja nicht die Skills. Und dann sind doch so Sachen denn so, dann hast du vielleicht noch nicht die Leute, die hier so zwischendurch mal auftauchen, diese Beziehung dazu fehlt und. Aber das Schlimmste ist für mich einfach diese, dass du keine Skills hast. Du bist einfach so, ich sag mal, wie das, nackig. Junge, mit dem Charakter hier bist du ja ganz anders aufgestellt. Es ist nicht mehr so die Herausforderung, muss ich ja schon sagen, aber das ist ja auch das, was mir gefällt. Weißt du, wenn ich ein Spiel habe mit keinem Schwierigkeitsgrad, wo ich aber über das Skillsystem mich stark machen kann, wenn ich überlege, so zum Beispiel so eine skalierten Sachen, wofür skill ich denn, wisst ihr? Brauche ich nicht. Gib mir hier du brauchst die Level, um dann neue Skills zu kriegen, aber keine Ahnung. So, Mondtor von Anakina. Aber im Endeffekt hast du immer diese, du musst jetzt aber wirklich aufpassen und ich mag einfach nicht. Ich möchte einfach ein Held sein. Oh, nee, oder? Verdammt, das sehe ich jetzt erst. Nein. Oh, es tut mir leid. Oh Gott, ich sehe es jetzt erst. Nein. Der nimmt doch bloß wieder die Elf hier auf. Oh. Nochmal, kann ich das hier? Nee, wird nicht. Mann, jedes Mal überlege ich, wo das hier. Auch nicht. Oh, was ist denn das jetzt hier? Ist das jetzt hier? Nicht hier? Strecken zentrieren? Wo ist denn das hier? Das ist auch scheiße alles.
Jetzt hier. Jetzt müsste das doch wieder richtig sein. Alter, ich kotze ab hier. Das ist schlimm, weil ich muss jedes Mal für ein anderes Let's Play, hört man mich eigentlich noch? Ja. Für ein anderes Let's Play umstellen. Oh, jetzt haben wir hier eine 30 Minuten hier mit einem... Oh. Naja, wir haben jetzt nur gequatscht. Das ist nicht so schlimm. Ich habe auch noch eine Testaufnahme gemacht, weil ich umgestellt habe auf Fenstervollbild. Mann. Leck mich am Arsch. Tut mir leid. Dann haben wir jetzt eine Folge drin. Ihr könnt ja nicht ändern. Das ist ja ein Online-Spiel. Wir könnt ja nicht zurücknehmen. Oh, was denn ich sehe von... Ja, bloß gut, dass ich jetzt darauf geachtet habe oder das nochmal gesehen habe. Dabei hatte ich das schon mal rübergeguckt gehabt. Das kriegt man ja nicht mit so. Naja. Gut, jetzt ist es wieder. Es scheinen alle da zu sein. Meldet euch bei Präfekt Carlo, 5 Kralle, während ich mit der Königin spreche. Jo, alles klar. Ich will mal bloß gucken, wem ich hier noch anquatschen kann. Aber die sehen alle so aus, als wenn sie alle nicht mit uns quatschen wollen. Wo will denn der hin? Was hat er gesagt? Es scheinen alle da zu sein. Er will mit der Königin sprechen. Wo ist die denn jetzt? Na gut. So, hier ist auf jeden Fall erstmal Catwell. Ich habe ein gutes Gefühl hierbei. Erinnert mich an das eine Mal, als ich einen Ansturm auf Molag Grundas Abendgesellschaft anführte. Der Jakrabraten war köstlich. Okay. Das sind alles Leute, mit denen wir hier Dolch nehmen, will ich ja gar nicht. Rucksack. Okay, wir können die einfach mitnehmen, ist ja kein Stehlen, okay. Einen leckeren Eintopf. So, haben wir hier noch irgendeinen Bekannten? Nee, wa? Keiner mit bei mir, der mit uns quatschen will, guck an. Hier ein Zamarak. Seht, wie die Monde sich am Himmel ausrichten. Die Zeit ist noch nicht die passende für ein solches Ereignis. Die Mondbande wurde verändert, sodass sich Jone und Jode vereinen. Den Legenden nach soll dies geschehen, wenn ein Drache die Monde verschlingt. Dieser hofft, dass das nur eine Legende ist. Die Mondfinsternis ist da, aber wo sind die Drachen? Na, guck mal da. Warte mal, wie waren jetzt hier? So war das, ne? Geil. Präfekt Carlo. Die Monde kommen zusammen und der Himmel verfinstert sich. Unheilverheißend, nicht wahr? Und sonderbar schön. Doch wo sind die Drachen und die restlichen Truppen von Euraxia? Ich hätte gedacht, sie hätten den Vormarsch auf das Mondtor schon begonnen. Ich glaube, ich muss mir aber auch einen Zettel hier ranmachen. Auflösung. OBS gucken. Das ist genauso wie, wenn ich manchmal irgendwie was umstelle. Vom Ton. Sind wir hierfür bereit? So bereit, wie man nur sein kann. Die kaschitische Miliz und die Signus Freischärler haben Verteidigungsstellungen entlang des Pfads hoch zum Mondtor bezogen. Und alle Belagerungswaffen, die wir in die Hände bekommen konnten, werden versuchen, die Drachen abzuwehren. Wieso steht denn so weit oben, sag mal? Wir sind doch auf einer Höhe hier, auf ebener Ebene. Warum sind wir denn so klein? Glaubt ihr, wir können den Ansturm aufhalten? Auf keinen Fall. Wir hoffen nur, ihn so weit zu verlangsamen, dass Tarn und Kamira die nötige Zeit haben, um zu verhindern, dass sich das Mondtor öffnet. Oder dass sie einen Weg finden, es wieder zu schließen, wenn alles andere fehlschlägt. Wenn die Drachen Jodes Kern nicht erreichen, gewinnen wir. Halt! Was ist das für ein Geräusch? Keine Ahnung, ich hab gefurzt. Ihr hört etwas? Also ich hab nichts gehört. Riecht ihr das? Nee.